Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man die kleinen süßen Hexen bastelt. Und zwar habt ihr so eine Platte, da sind für dreimal die Körper, die Armteile und die Füße mit drin und ein bisschen Zusatzmaterial. Ich habe es jetzt schon mal rausgekattert aus der Platte und zwar werden die nur mit so kleinen Stege festgehalten, die gingen ganz leicht raus und jetzt macht euch da ein bisschen am Bastelkleber hier. Und dann packt es einfach mal so zusammen. Dann kann ich es nämlich jetzt ein bisschen trocknen. In der Zeit zeige ich, wie das Gesicht angemalt wird. Ich habe jetzt schon mal ein Auge ein bisschen weiß gemacht. Die Hexenpäckchen, die gibt es immer in drei verschiedene, also es sind immer drei verschiedene Farben drin pro Päckchen. Ich zeige euch das mal nochmal ganz kurz. Gibt es in zwei Varianten. Das ist genau. Das ist mit Rot, Orange und Grün. Und der ist mit, sieht man es nicht genau, mit Türkis, Pink und Lila. So, ich mache der Hexe jetzt mal schnell ein bisschen Nase noch. Jetzt müssen wir das auch gescheit sehen. Boah, der geht nicht. Nehmen wir mal eine andere Farbe. Ein bisschen die Augen noch ummalen. So, kannst du da noch so Schatten hermalen. Und für die Hexe können wir auch die Augenbrauen ein bisschen dunkler machen. Ich mache das mit Aquarell-Buntstifte, für alle, die es noch nicht gesehen haben. So, machen wir die Zähne noch weiß und einen weißen Augenpunkt rein. Das ist jetzt die Einfachvariante von den Hexen anmalen. Wenn sie die natürlich richtig hexig haben wollt, könnt ihr ja jetzt auch noch das Gesicht ein bisschen rosa machen. Das wird dann nur verwaschen. Rosa Backen? Genau. Ich zeig's mal an die Backerl einfach und dann einfach rosa Bäckchen und den Rest dann mit Hautfarbe oder mit mal in Rotbraun könnt ihr auch gut nehmen, dass die immer ein bisschen ein dunkles Gesicht kriegen, sonst schaut es ja groß so lieb. Das wäre jetzt eine Liebe bei uns. So, also dann geht's los. Ihr habt da so ein Teil, wo der Hut drin ist und mit dem fangen wir jetzt einmal an. Da tun wir jetzt erstmal das kurz raus. Das ist das Zwischenteil. Das heißt auch so kleine Stege, nur dass ihr es ja gesehen habt, wie das befestigt ist. So, und dann geht's los mit unserem Hut. Wo haben wir den jetzt da? Haben wir schon, geht's schon los. Haben wir alles raus. So. Jetzt. Aber hier. Ich mache das jetzt mit der bunten Farbe und zwar, dass ihr besser die Stiche seht. Es ist ein Schwarz dabei. Genau, normal wird der Hut schwarz gefädelt, da ist auch genug dabei. Nehmt so ungefähr 40 cm, macht euch am Ende einen Knoten rein. Also 40 cm Band. Genau. Das tue ich jetzt ein bisschen wegschneiden, dass da nicht so viel Knubbel ist da unten, so gefädelt, dass das nicht so dick ist, weil wir fangen oben zum Fädeln an. Ihr nehmt praktisch euer erstes Loch, macht den Knoten in die Mitte rein, geht es rüber und stecht es auf der anderen Seite rein und drüben gleich noch mehr raus. Ja, auf der drüben Seite. So, dann schauen wir, dass die Spitze schön oben bleibt. Und dann gehen wir her und fädeln wieder auf der Seite unten rein und auf der anderen Seite um wieder raus. Die Stiche sind schon vorgegeben, also ihr braucht jetzt nicht irgendwas zusammenstehen, sondern das ist alles vorgegeben. Ihr wisst genau, wo es entlang stehen wird. Dann machen wir mal noch einen. Wieder da rein, auf der anderen Seite raus und dann festziehen. Und dann sind wir soweit, habe ich schon mal vorbereitet hier. Einmal bis runter? Ja, bis runter, aber ich habe keine Grumpe. Das war jetzt nicht so günstig, aber das haben wir sofort. Das sind ja nur drei so kleine Schnipsel und dann ist das schon weg. So. Dann nehmen wir, also ihr fädelt bis unten, bis zum letzten Stich. Der letzte und der erste Stich werden immer doppelt gefädelt. Also machen wir nochmal einen Doppelstich in den unteren Teil aber schon rein. Also ihr stecht es praktisch da rein und unten auf der gegenüberliegenden Seite raus. Hm? Ja, habt ihr das? Ja, und das ganz neu. Gut, und dann gehen wir her und deren jetzt unser Hutkrempe einnehmen. Und zwar gehen wir jetzt da rein, den ersten machen wir wieder doppelt. Und dann geht es einfach Tuschur weiter, immer von unten nach oben, ein Loch ums andere fädeln. So, bis ihr auf der anderen Seite drüben seid. Dann schaut das Ganze so aus.
Ja, wir sind jetzt hinten angekommen. Wir haben da praktisch da den letzten Stich. Und dann machen wir jetzt, gingen wir hier und stechen da auf der Seite in das Loch rein und da nochmal in das Loch. Na, komm raus jetzt hier. Und da drüben wieder rein, da wieder raus. Das machen wir jetzt mal fertig. Und den letzten machen wir dann auch wieder doppelt. Ja, so dass das fest beieinander bleibt. Ihr könnt es jetzt nach unten wegstechen, so dass wir ihn auf der Innenseite das Ganze vernähen können. Oder ihr sagt, ihr wollt aber euren Hexenhut, eure Hexe aufhängen, dann geht ihr mit euren Faden da vorne raus. Weil nur dann, nein, da gehen wir nicht raus. Nee, du musst da oben zur Spitze raus. Nee, ich muss nicht zur Spitze raus, ich muss erst vernähen. Ich muss schon da vorne raus, das macht... Ach, das Ding. Ich zeige euch mal die hängende Hexe. Es gibt da noch die anderen vom letzten Jahr, die gibt es auch noch. Also nicht vergessen, die können da schon dazwischen hängen. Also jetzt schaut es nochmal kurz her. Wir sind wieder da. Also, wir vernähen das jetzt so. Und dann gingen wir vorne raus. Der Faden kann da ruhig da drinnen bleiben, das schaut überhaupt nichts, weil das ist ja jetzt unser Krempel. Und da kommt ja jetzt halt eh der Kopf drauf. Ja? Das ist der Hut. So, jetzt geht's mit ihm weiter. Jetzt werden wir unser Holzteil wieder hernehmen. Dann haben wir unsere Arme, die werden wir mal da einfädeln und ziehen sie ein bisschen nach vorne unten, dass die uns nicht im Weg umgingen. Und dann machen wir das schwarze Teil drauf und danach eben das farbige Rotding, was halt gerade in eurem Paket drinnen ist. Jetzt zum Zubinden können wir wieder ein Stückchen schwarz nehmen. Das habe ich gerade schon mal runtergeschnitten gehabt. Da ist es ja. Und jetzt passt ihr nur auf. Der Bogen, die Füße, alles muss nach vorne schauen. Und die Arme müssen jetzt ein bisschen nach oben gezogen werden, dass wir die nicht mit einbinden. Mhm. Und zwar muss ich es jetzt um... Nein, die Füße schauen jetzt zu euch. Okay, dann kann ich so rum, dass ihr das gescheit seht. Da unten rein, sodass das Kleiderl praktisch da sauber drüber ist. Und da auf der Seite auch einmal durch. Und dann legen wir es einmal um und machen wir da einfach einen Knoten rein. So zieht sich jetzt das Kleiderl schön zusammen. Das zupfen wir nachher noch ein bisschen zurecht. Und die Eierhexe hat auch gleich einen Gürtel. Ihr könnt natürlich jetzt auch das Gürtel in Grau machen, weil ihr habt ja drei verschiedene Wollfarben drin. Das spielt jetzt keine Rolle. So, dann zupfen wir das Kleiderl ein bisschen zurecht. Und jetzt könntet ihr, wenn ihr wolltet, da oben noch einen Tropfen Heißkleber drauf machen. Muss aber nicht sein. Also man sieht es auch nicht, wenn es jetzt ihr so lasst. Dann gehen wir die Arme nach vorne weg. So, dann haben wir unser Teil für den Kragen noch. Das setzen wir jetzt mal da oben drauf. Also ein spitzes Teil, genau. So vorne guckt, aber die Füße hinschauen sozusagen. Dann brauchen wir jetzt den Heißkleber. Machen da so ein Tröpfler drauf, gar nicht so arg viel, sondern nur so ein bisschen. Setzen unseren Hexenkopf da oben drauf. Schaut dort nach vorne. Ah. Können Sie es auch mal ein bisschen seitlich schauen lassen, das spielt jetzt auch keine Rolle. Und jetzt kommt die Wolle. Warum haben wir die Wolle? Weil ihr natürlich Haare für eure Hexe wollt. Ihr werdet ein paar so Fäden aneinander machen, macht dann Knoten rein und werdet die mit der Nadel aufmachen, sodass die Wolle einzelne Fäden hat. Ja? Dann könnt ihr euch schöne Haare basteln oder ihr macht immer einen Zopf, nehmt ein paar, bindet es zusammen, macht so einen Knoten rein und werdet einen Zopf knüpfen. Also Haare können wir in alle Varianten machen. Ich zeige euch mal ein paar. Genau, und dann kleben wir die da mal fest. So, ich mache jetzt nur da oben einen Heißkleber drauf. Wir können natürlich auch einmal Restwolle nehmen. Schaust du noch mal ganz kurz her? Wir machen da oben einen Heißkleber drauf. Und dann machen wir unsere Haare fest. Die können wir nachher dann auch noch ein bisschen zuschneiden. Dann könnt ihr jetzt eben sagen, sie so einen seitlichen Zopf kriegen oder rechts und links Schwänzler haben. Das könnt ihr euch dann alles einrichten, wie ihr wollt. Und dann kommt unser Hut drauf. Den habe ich jetzt schon ein bisschen geknautscht, dass er ein bisschen knautschiger ist. Da könnt ihr auch gerne den Faden einmal einfach raufziehen. Und dann machen wir da noch ein bisschen einen Heißkleber drauf. Und unseren Hut.
und schon ist unsere Hexe fertig. Wir haben jetzt nochmal eine zum Aufhängen gemacht und schaut, schon kann sie wegfliegen. Ihr habt natürlich auch noch ein paar Zusatzholzteile dabei, sodass die Hexe auch einen Besen kriegen kann. Und oder ein Giftfläschle. Genau, Giftfläschle oder ein Sternchen, wenn es eine liebe Hexe wird. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hexenbasteln, eure Petra.